wenn man los muss, überraschen. Vielleicht tanzen wir am Polka, wenn es geht. Nicht? Und das Essen und den Wein, das wird schon hinhauen. Gell? Wir befinden uns heute im Haus Augarten, wo die Abschlussveranstaltung der Kultursommergartenkonzerte stattfindet. Es ist für die Häuser zum Leben ein total schönes Ereignis, dass wir jetzt schon mehrere Jahre hintereinander den Kultursommer Wien zu uns in die Häuser bringen. Und wir merken, wie sehr sich auch unsere Bewohnerinnen darüber freuen, Wiener Lieder, aber auch Musik aus unterschiedlichen Kulturkreisen hier erleben zu dürfen. Wir haben ein buntes Programm von jiddischen Liedern, sephardischen Liedern, auch ein paar Wiener Lieder, ein paar Klezmer, Instrumentals und auch noch andere Stücke aus Osteuropa. Und wenn wir heute den Kultursommer anschauen, auch mit den jiddischen Hintergründen, verbindet man das automatisch mit der Leopoldstadt und somit ist dieses Familiäre in der Leopoldstadt auch gegeben hier im Pflegewohnhaus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin sehr, sehr froh, dass ich eingeladen worden bin. Und wenn man da rausschaut, freuen sich die Leute auch, dass wir endlich ein Fest feiern dürfen. In den letzten Jahren der Pandemie haben wir es auch geschafft, im Sommer den Kultursommer Wien zu uns in die Häuser zu bringen. Aber jetzt geht es auch wieder um das Thema der Kretzelöffnung und dass Bürgerinnen und Bürger aus dem Kretzel auch kommen und hier die Kultur leben können und es zu einem Austausch kommt mit unseren Bewohnerinnen. Das ist sehr schön und ist eine Win-Win-Situation für alle. Die Mama ist gegangen, die Macherin nach Köln. Das ist eben die Gesellschaft. Man ist nicht alleine. Man sitzt da mit vielen Freunden. Und das ist das, was mir sehr gefällt. Das ist immer sehr gut organisiert, muss ich schon sagen. Das ist alles, was man kriegen kann. Man. Also es ist wirklich gut. Was die geleistet haben, da, das ist ein Wahnsinn. Also alle Achtung. Naja, die Wiener Lieder, das hat mir schon gut gefallen. Ja, das war sehr schön. Das hat man eher verstanden. Das ist in unsere Richtung. Ich liebe es. Nein, war sehr, sehr schön. Es gibt viele Bewohner in den Häusern zum Leben, die Konzerte außerhalb nicht mehr besuchen können. Umso wichtiger ist es, dass wir diese Events und Aktivitäten zu uns ins Haus holen, um den Bewohnern Freude und Spaß zu bereiten und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Thank you.